What's popping, people? Was geht? Willkommen zu einem neuen Vlog. It's the one and only Wesley Thompson. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ich kann euch eins sagen. Danke erstmal für die ganzen gute Besserungswünsche. Mir geht's auf jeden Fall viel besser. Ich bin gerade zu Hause. Ich habe gerade ein Video gedreht, was ich noch gleich schneiden werde. Das habt ihr gestern gesehen. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich mich mit Ray treffen. Wir wollten ein bisschen chillen, ein bisschen spazieren. So links, rechts, weil der ist auch krank geschrieben. Sprich, wir wollten ein bisschen spazieren, ein bisschen labern. So dies, das. Ich nehme mich mal ein bisschen mit in unseren Alltag, wenn wir zusammen chillen. Deswegen würde ich sagen, ich mache mich eben fertig. Setze mich noch ein bisschen ins Video, was ich schneiden werde. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich mit ihm vereint bin, im Auto sitze. Let's go. So Leute, was geht? Wir sind vereint miteinander. Die krankgeschriebenen Boys sind unterwegs. Überdreh dich so, Dicker. Ja, ich bin gesund geschrieben, Bruder. Cap. Leute, capen einfach, ja. Ah, so viel zu geben, der denkt, einer von seiner Arbeit guckt mein Video. Bruder, Chef vom Chef guckt, Dicker, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade ein Paket abgeholt. Was da drin ist, zeige ich euch später. Warte mal, gucken deine Leute deine Videos nicht? Oder ist egal? Ich bin krankgeschrieben, ich weiß das. Also, die wissen das ja. Und, weil du gerade so mäßig Design of Cap machst, weißt du? Wie? Du bist ja nicht krank, du bist ja krank geschrieben. Nein, ich bin krank. Was ich, ich hatte doch Magen-Darm. Ich hatte doch was Falsches gegessen, hab ich auch. Guck, du guckst meine Videos nicht, ne? Boah, Bruder, ich Leute, Leute. Krass. Deine eigenen Freunde gucken nicht mal deine Videos. Wisst ihr, ich meine so. Wo, du hast halt im zweiten Film nichts gesehen, ne? Ich hab Klausurphase gehabt. Ja, aber. Ich hab wirklich gelernt. Nur für Dienstag hab ich nicht gelernt, aber für die anderen Fische hab ich gelernt. Okay. Ja, hey, sonst hätte Philipp doch nicht gefragt, wie Klausur Dinges gelaufen ist. Ja. Oder hast du nicht gelesen? Yeah. Dinges? Ich bin mir sein. Ich habe eigentlich erwartet nichts. Auf jeden Fall, ihr seht, dass eure engsten Freunde gucken. Cap, Bro. So ist das. Cap. Ja, siehst du, du hast Cap schon auf, das ist genau richtig. Genau richtig, dass du die Cap auf hast. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was wir machen. Was machen wir? Spazieren, Bruder. Ja, ein bisschen spazieren. Ein bisschen rauskommen. Ich schwöre, ich war die ganze Woche nur zu Hause. Ich habe kein Land gesehen, nix. Oder? War ich draußen? Nee. Eigentlich nicht, weil die ganze Woche nur zu Hause. Vorgestern war ich beim Arzt kurz, sonst nichts eigentlich. Ja, deswegen ein bisschen spazieren, ein bisschen frische Luft tanken und dann wieder ab nach Hause. Ich schwöre. In meinem Bunker. Ballert nicht, ja? Ballert gar nicht, Digga. Ja, wallah. Ja, die gleichen Gesichter reicht langsam. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir ein Ziel haben. Auf jeden Fall, Leute, wir sind jetzt in der Stadt. Ich sag euch eins, ne, guck mal. Seht ihr das? Ich habe North Face Jacke an, schwarze Hose, Jordans. Ich schwöre auf alles, wir haben uns nicht abgesprochen. Guckt euch bitte dein Outfit an. Ich bin selber. Das ist einfach dieser kalte Look, ne? Das ist diese telepathische. Ja, was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Einfach telepathisch abgestimmt mäßig. Einfach beide gleich, aber nicht abgesprochen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in der Stadt. Ich schwöre, Ghost Town. Diese Lockdown-mäßig, komplett tot, man muss diese Maske tragen. Ich schwöre, das gucken wir uns halt an wie keine Ahnung was, ne? Ich schwöre, bockt echt nicht. Aber naja, it is what it is. Wir laufen jetzt ein bisschen durch die Stadt. Der junge, kleine Mann muss wieder auf Toilette, wie immer mit seiner Mädchenblase. Dann, keine Ahnung, was wir machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendwas aufhört, Alter. Ich glaube, alles hat zu. Selbst Einzelhandelläden, deswegen... Eigentlich, man kann nichts machen. Ja, Wetter eigentlich voll angenehm, muss ich sagen. Jo, to be honest. Du bist da wirklich angenehm, ne? Das war knapp, du, das sag ich dir. Mach mal die Augen auf, Junge. Will er sterben? Hä? Will sterben, ne? Du, man braucht immer diesen Drang ein bisschen, dieses Kribbeln im Bauch, weißt du? Ich dachte, einzeln zu machen, das sieht aus, Alter. Jubiläerladen, Jubiläer. Wie heißt das? Jubiläer. Leute, können einfach kein Deutsch, ja? Naja, Leute, ich will euch, guck mal, ich sag euch ehrlich, tot einfach, hier geht nix. Letztes Jahr war hier Weihnachtsmarkt, so, die Surf links, rechts, full. Jetzt einfach Ghost Town, Walking Dead mit, sogar Fahrer einfach zu. Einfach alles zu, ist echt weird, ja. Aber für die Mitarbeiter chill ich, ich schwöre. Ja, du kriegst voll, ich weiß gar nicht, ob die volles Gehalt bekommen oder ob die nur 80-90% bekommen oder dann trotzdem nicht arbeiten müssen. Ja, bestimmt werden manche Kurzgehalt oder so. Ja, glaube ich auch, aber das ist halt voll Minus eigentlich. Ich hoffe, du bist genau auf dein Gehalt angewiesen und dann kannst du aber nicht. Ja, kriegst du nicht alles, ballert nicht. Naja, Leute, wir sehen uns gleich, wenn der junge Mann endlich zu Ende gepisst hat. Was soll ich holen als Weihnachtsgeschenk? Sag nochmal. Was meinst du? Auf jeden Fall, wir überlegen gerade, was wir jeweils für unsere Freunde noch zum Weihnachtsgeschenk kaufen. Nein, du überlegst. Sag einfach du, warum ist wir reden doch gerade zusammen, warum tust du jetzt so? Hey, was hab ich gesagt? Guck mal, der hat schon Sachen geholt, ja. Aber wir wollten gucken, ob wir vielleicht noch. Hab ich nicht auch schon was? Guck, der so, hör zu, gib mal, komm mal her.
Cap, also, ich sag jetzt, also. Chill, aber nicht alles. Nein. Ja, ich überlege noch, was Kleines zu tun und so ist. Ja. Das hast du gesagt. Ja, hab ich auch gesagt. Ja, was, ja, was hab ich so? Was hab ich so? Ja, und dann ich so, dann ich so, okay, lass zu DM, oder? Ja. Hab ich nein, gib mir wir wechseln uns Kamera ab, als wäre es keine Ahnung was. Hier, nimm, talk your shit. Ich schwöre, der so, ja, lass gleich gucken, ob ich, der so, ich will auch noch was gucken, ob ich was Kleines finde. Jetzt tut der so, als ob nur ich was Kleines suchen muss. Was ein Schwätzer, ja. Leute, cap einfach bei Kamera an. Cap. Ja, guck hier, du hast schon cap an. Deswegen, Leute, auf jeden Fall, wir gucken jetzt nochmal nach. Ja. Hä? Geil, ja, aber was will man damit? Sieht einfach schön aus. Ja. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt nochmal, also, ob wir irgendwo was... Toilette, ne? Ja. Geh Dixi-Klo oder so. Du bist ekelig, Digga, ja, ich schwöre. Einfach Corona auf Ballet. Ich schwöre, to go. To go mäßig. Lass mal da gucken. Ja, okay. Auf jeden Fall, der junge Mann muss immer noch auf Toilette, keine Ahnung. Ja, geh doch da lang. Ich wollte zum Beamten gehen. Und dann, wir müssen doch eh da rein. Wir gucken jetzt, ob wir irgendwo eine Toilette für den finden. Weil alles hat zu. Und dann, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, was Ray nicht weiß ist, ich habe hier dieses Dings geholt. Das ist die schärfste Schokolade, die es gibt. Die hat 2 Millionen Scoville. Und ich werde gleich mit dem probieren, die zu essen. Und ich will mal gucken, ob der abkacken wird, weil die sind so scharf. Ich frage den gleich, ob der scharf essen kann und so. So zufälligerweise. Und dann will ich mal sehen, ob der abkacken wird oder nicht, weil die sollen extrem scharf sein. Ich will auch gleich nochmal Milch holen, damit das nicht, falls er abkacken sollte, damit das nicht zu sehr ausartet. Auf jeden Fall können wir da gespannt sein, wie das sein wird. Ich bin mal gespannt, ob der das überhaupt mitmacht, weil Ray ist immer so eine Pussy, der zieht sich bei sowas immer zurück und sagt, nein, mache ich nicht und so. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob der das aushalten wird und wie das Ganze verlaufen wird. Let's go. Hey, ich sag euch eins, ne? Ray ist der schlimmste Umgang, den es gibt. Wenn ihr sterben wollt, chillt einfach mit dem. Der Bruder will einfach keine Ampel grün nehmen. Einfach jede Ampel. Macht man das in Oberhausen? Oder in Oberhausen gibt es nicht mal Ampel. Ich glaube, der ist noch nie in Oberhausen zu Fuß durch die Gegend gelaufen. Ich schwöre. Der fährt nur Auto, Alter. Ich schwöre, weißt du, wie komisch das mittlerweile ist, als ich ohne Auto fahren musste? Mittwoch, ich fahre zum Arzt, weil ich Krankenschreibung abholen musste. Ich musste einfach mit Bahn fahren. Ich schwöre, das war so random. Komisch, ne? Bruder, auf einmal Bahn, ich musste Bahn hinterherlaufen. Dies, das, ich kenne nicht mehr die Pläne. Ich schwöre, ich weiß nicht mehr, wenn man die Bahn wohin fährt. Das war so random. Ich fühle dich auf jeden Fall, aber ja. Wir gehen jetzt zu Starbucks, auf White Girl mäßig angelehnt. Und selber. Was, wenn die aufhaben, weil doch die haben auf. Okay. Bis heute. Okay. Ey Leute, soll ich euch was sagen? Der ist so disgusting. Leute, trinken einfach Kaffee. Ich zeig mal meine Karte bitte. Kaffee ist einfach abartig. Du bist jetzt auch Zigaretten-Dinger, Leute. Ja, ich schwöre. Fehlt nur noch, dass du noch Zigaretten raus. Dann bist du dieser typische Lehrer, Dankeschön, der einfach Kaffee und Zigaretten trinkt. Kaffee trinkt und Zigaretten raucht. Genau, das Dankeschön, ja. Du auf deinen Nacken, ja. Wallah, billah, ich küsse dein Herz. Ihr wisst doch, YouTube-Geld ist da. Kein Problem, Bruder. I got you. Genau, weil du meine Werbung guckst, kann ich dem was ausgeben. Also ich skippe immer, ja? Ja, danke. Ich guck deine Videos immer. Ach so, eh keine Werbung. Du. Ich wollte gerade sagen, ich gucke mit Adblocker, aber inshallah bald kommt auch Werbung bei dir. Warum? Anfang 2021. Fast. Was meinst du? Ja. Auf jeden Fall, ich habe noch gleich vor, wir trinken, habe ich eine Herausforderung für dich. Nimmst du die an? Ich muss ein bisschen wissen, bevor ich annehme. Das kann ich nicht annehmen, macht doch keinen Sinn. You got a point. You got a point. Okay, wir gucken gleich einfach. Wie, wir gucken, sag doch. Wir probieren was zu essen. Wir probieren was, hast du was mit? Ja. Okay? Deswegen scharf. Ja. Ich bin down. Okay. Leute, er ist down, ihr habt's gehört. Ich würde sagen, wir setzen uns gleich ins Auto und dann machen wir das. Dankeschön. Okay, bis gleich. Auf jeden Fall, Leute, es ist leider gerade was dazwischen gekommen. Wir können die Schokolade doch nicht testen. Weil Ray seine Laune hat sich gerade, ist gerade den Bach runtergegangen. Eigentlich ist es nur eine billige Ausrede von ihm, dass er das nicht machen will. Aber wir lassen es einfach mal durchgehen. I'm not in the vibe, bro. I'm not in the mood. Ich bring dich in den Mood, Bruder. Du hast diese Frappuccino. Hab ich schon probiert, ne? Ja, das ist das. Man kann das nicht kalt. Bei mir auch, ich schwöre. Hab ich schon probiert? Hast du probiert? Das, nein, doch gar nicht. Guck mal, ich hab nicht mal Dings rausgeholt. Beide wurden schnell. Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht kriege ich ihn gleich noch dazu. Inshallah, vielleicht auch nicht, mal sehen. Ansonsten, it is what it is. Was soll ich euch sagen, Leute? Ja, aber auf jeden Fall ein wunderschönes Wetter, wie ihr seht. Also unnormal nice Spaziergangwetter. Eigentlich muss ich Videos schneiden, aber das ist gerade viel angenehmer, sag ich euch ehrlich. Und ja, keine Ahnung. Deswegen mal gucken, vielleicht kriege ich ihn gleich noch dazu. Ansonsten war das Video für nichts. Nein, Spaß war nicht, aber trotzdem. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder unterwegs. Wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft, das Video, also die Schokolade zu testen. Ja, Mann. Er hat nochmal Glück gehabt, aber wir holen das auf jeden Fall nach. Ich guck mal, vielleicht machen wir das noch mit ein paar Leuten mehr, weil dann wird es auch noch lustiger. Ich würde sagen, an der Stelle war es trotzdem vielleicht ein unterhaltsamer Vlog. Ich weiß nicht, was daraus wird. Falls ihr noch mehr mit Ray sehen wollt, ihr wisst selber, schreibt einfach in mein DM. Oder schreibt unter die Kommentare. Aber nicht diese Kommentare mit diese Nobody, Ray, Laba. Ich habe gelesen, ja. Auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, ansonsten, wir sehen uns morgen wieder. Peace out. With them shin like we been lit. Face down, ass up, bitches. Whoa. Backdrop smoking on the bomb this week. Back shots.